Marjane Satrapi, Emile Ferris und Riad Satouf sind die Stars der Graphic Novel. Das sind Comics für Erwachsene, die meistens sehr dick sind. Die heutigen komplexen, teilweise autobiografischen Geschichten sind weit entfernt von den Anfängen des Genres. Denn in der ursprünglichen Graphic Novel, entstanden mit Holzschnitt, gab es keine Worte. Die Geburt ist eindeutig datiert. 1918 veröffentlicht Franz Masureel 25 Bilder der Passion eines Mannes. Eine Revolution in Form und Inhalt. Damals waren Bildergeschichten noch Kindern vorbehalten. Doch Masureel beschäftigte sich mit Themen, die Erwachsene betrafen. Soziale Fragen, Gedanken zum Krieg. 1920 veröffentlicht Franz Masureel Die Idee. Darin porträtiert er sich selbst auf der Suche nach Inspiration. Bis ihm eine Idee kommt, dargestellt von einer nackten, kleinen Frau. Sie entweicht ihrem Schöpfer und die Menschen versuchen, sie zu untergraben und nach ihren Vorstellungen zu bekleiden. Das Buch fand großen Anklang und wurde 1932 sogar als Zeichentrickfilm adaptiert. Aber wie liest sich eigentlich ein Roman in Bildern? Es ist wie bei einem Stummfilm. Der Leser bekommt keine Hilfestellung. Die LeserInnen können ihre Gedanken schweifen lassen und selbst interpretieren. Mehr als bei einem Text, der die Situation tatsächlich beschreibt. Es ist keine Deko, sondern eine eigene Geschichte. Schon ein Bild kann etwas erzählen. Die Künstlerin Tonks ist eindeutig eine Nachfahrin von Masureel. 2009 erhielt sie für Ästhetik et Filature den Artemisia-Preis für Comics von Frauen. Und im Zeitalter der Grafiktablets arbeitet sie mit Holzschnitt. Es ist das gleiche Prinzip wie beim Stempeln, nur mache ich den Stempel auch von Hand. Mit kleinen Werkzeugen wie einem Hohlmeißel. Meistens arbeite ich wie Masureel in Schwarz-Weiß und mit sehr vereinfachten Bildern. So wird es am besten. Anfangs verlegte Franz Masureel seine Bücher selbst. Später übernahm das Kurt Wolf, der Masureel in Deutschland bekannt gemacht hat. Bald entwerfen auch andere Illustratoren Bilderromane. Wie der deutsche Otto Nückel oder der Amerikaner Lind Ward. Lind Ward hat den Ansatz aufgegriffen, aber sehr viel feiner ausgearbeitet. Man könnte fast sagen, er war vom Stil des Art Deco beeinflusst. Seine Bilder sind feiner und weniger brutal. Im Gegensatz zum Inhalt seiner Geschichten. In den 30er Jahren greift Lind Ward in 6 Romanen den Faschismus, den Klassenkampf und die sozialen Folgen der Wirtschaftskrise an. Masureel ist Pazifist und die klassischen Romanschriftsteller schätzen ihn. Die Vorworte in Masureels Büchern stammen von Thomas Mann, Hermann Hesse oder Stefan Zweig. Das waren 2 unterschiedliche Welten. Heute wird die Pionierarbeit auch von den Kultautoren des Comics gewürdigt. Will Eisner, Autor von The Spirit und Ein Vertrag mit Gott, hält Lind Ward für den faszinierendsten visuellen Geschichtenerzähler des 21. Jahrhunderts. Ebenso begeistert sind Alan Moore, Drehbuchautor von V wie Vendetta und Watchmen, sowie Art Spiegelman, Autor von Maus, der ersten Graphic Novel, die den Pulitzer-Preis erhielt. Was meine absolute Bewunderung hervorgerufen hat, das ist sein Mut und sein Vertrauen, mit dem er sich an eine völlig neue Art des Erzählens gewagt hat. Die feministische Schriftstellerin Lula Lafont schreibt das Vorwort der Neuauflage von Die Idee. Und Comicautor Jacques Tardy, die der anderen Alben von Masureel, der heute als visionärer Künstler gilt. Er wollte einen Roman in Bildern schreiben. Heute nennen wir es Graphic Novel. Darin finden sich die Menschen wieder. Alle wollen erzählen, was sie bewegt.